einfach hier weitermachen. Natürlich wieder mit Walin als unserem Protagonist. Ich merke bereits jetzt, ich habe auch die erste Folge direkt vor dem hier aufgenommen, das wird wohl eines der lustigsten Projekte auf meinem Kanal. Hui! Und schon die erste Entscheidung dieses neuen Runs sollte eine schwere werden. Die Starter sahen gut aus, abgesehen von Magby. Aber es bestand ein Risiko. Es gab Cleopatra, was vermutlich der sicherste Pick wäre. Aber es gab Registeel. Entweder wäre Registeel ein absolut starker, zerstörerischer Pick. Oder es könnte nur Explosion. Deswegen stellt sich nun die Frage für Walin. Cleopatra oder Registeel? Und das Risiko lebt. Die Antwort lautet Registeel. Damit geht es wieder in die ersten Rivalenkämpfe und es stellt sich die große Frage. War dieser Pick ein Fehler? Ist der Run an dieser Stelle bereits verloren? Einfach nur, weil der falsche Starter gewählt wurde. Und die Antwort lautet Nein. Zwar beherrscht Registeel die Attacke Explosion, doch auch Stampfer. Und so begannen die Rivalenkämpfe mit einem sehr guten Beginn. Das Jungblut, welches Bianca bei sich hatte, schien keine Chance gegen Registeel zu haben und verlor haushoch. Jedoch hatte Charon bereits wieder etwas gegen meinen Spielspaß. Und ich muss jetzt Apoqualyp war nämlich sein Pokémon. Und mit meiner einzigen Angriffsattacke Stampfer konnte ich es nicht angreifen. Somit blieb mir nur eine einzige Möglichkeit in dieser Situation. Die Challenge hatte noch nicht begonnen. Der freiwillige Ausweg mit der Explosion. Denn bis der Gegner Registeel besiegt hätte, wäre eine Ewigkeit vergangen. War der Registeel-Pick wirklich gut? Nur die Zeit wird es zeigen. Es fehlt noch ein kleiner Moment, damit ich sachlich weitererzählen kann. Aber ich will kurz anmerken, dass es mich gerade wirklich wundert, dass das Registeel nicht nur Explosion beherrscht hat. Das wäre so unfassbar typisch gewesen für mich. Und ihr habt ja mitbekommen, wie es begonnen hat. Aber zusammen mit dem Registeel, welches nun den tollen Namen Beep Beep trägt, geht es nun auf Route 1, wo ich heute zum dritten Mal erfahren darf, wie man Kapseln auf wilde Tiere wirft. Und damit ist es wieder soweit. Der allererste Encounter. Im ersten Run lief er schrecklich. Der zweite Run bringt leider nichts. Dort war er toll. Was wird der dritte Run bringen? Er bringt ein Azumarill. Ein Pokémon, das definitiv weiterhelfen kann. Jetzt müsste es nur noch mitkommen. Machen wir es kurz. Das Azumarill hatte keinen Bock mitzukommen. Und selbst im dritten Pokéball sagte es zum ersten Mal, ja, komm, einmal wackel ich. Und somit musste ich es aufgeben. Es ging weiter zurück zum Pokécenter Tutorial, bevor wir wieder einen Kampf gegen Jesus von Team Plasma, so nennt sich nämlich die Fusion aus der katholischen Kirche und der Peter, bevor der Jesus von Team Plasma wieder einen Kampf gegen uns wollte. Gegen Beep Beep sahen seine Chancen allerdings deutlich schlechter aus als gegen Communism beim letzten Mal. Und so war der Kampf kein großes Problem. Und zum ersten Mal geht es weiter
als bis Route 1 in einem Run. Route 2 bedeutete natürlich gleichzeitig Encounter 2. Und wieder einmal will mir der verdammte deutsche Name nicht einfallen. Zwischen Serpifeu und Serpiroyal gibt es eine Zwischenentwicklung, deren englischer Name Serwine ist, welches als zweiter Encounter in diesem Spiel diente. Zunächst sah es wieder so aus, als würde es einfach nichts werden wollen. Es hätte mich auch nicht gewundert. Doch letztendlich überlebte es einen zweiten Angriff, der sein musste, da es sonst nie mitgekommen wäre. Mit einem HP und nun Joint Serwine oder mit dem Namen sehr angepasst an den neuen Smash Bros. DLC-Char Serpiroth als zweites Pokémon unserem Roster. Mit Tackle, Rankenhieb und, wie heißt die Attacke auf Deutsch, Einwickeln Gedöns und Silberblick im Moveset auf Level 4. Unser zweites Pokémon. Und ich will auch sagen, dass wir an dieser Stelle diese Folge beenden. Die Folgen dieses Projektes sollen nicht lang werden. Und beim nächsten Mal könnt ihr sehen, wie es weitergeht. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.